Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der PES 18 Trainerkette mit dem FC Bayern München. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben bei mir verlinkt. In der letzten Folge haben wir gegen die Tottenham Hotspurs gespielt, war ein echt knappes und spannendes Spiel. Und dann haben wir auch wirklich knapp gegen Frankfurt gewonnen. Das war aber auch ein knappes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass heute nicht so knapp wird, obwohl es wirklich zwei schwere Spiele werden, möchte ich mich echt heute beweisen, dass ich mit Bayern das auf jeden Fall gewinnen kann. Denn gegen Schalke will und muss ich gewinnen. Schalke ist auf Platz 3, da will ich nicht nur gewinnen, da muss ich gewinnen. Unentschieden, naja, knapper Sieg, ja, es wäre aber schon schön, so ein 3-0 wäre schon schön, muss man ganz ehrlich sagen. Dann gegen AC Milan müssen wir auch gewinnen, beziehungsweise wäre dann unentschieden noch okay. Aber wir sind momentan in der Champions League auf Platz 1 und das ist das letzte Spiel und AC Milan ist auf Platz 2. Das ist das letzte Spiel der Champions League Gruppenphase, heißt, wenn sie gewinnen, stehen sie auf Platz 1, wenn wir gewinnen, wir auf Platz 1 und beim Unentschieden bleibt so, also bleiben wir auf Platz 1 und sie auf Platz 2. Es macht eigentlich keinen Unterschied, aber es sieht einfach besser aus, wenn wir Platz 1 sind. Und ich denke, dass es machbar ist. Deswegen würde ich einfach sagen, wir starten direkt rein. Gegen Schalke wird ein Hammerspiel, sagt auch Neuer. Manuel Neuer hat gesagt, er hofft, dass es ein feuriges, fetziges Spiel wird. Da Horm in München, in Bayern. Da soll es jetzt mal fetzen, da soll es mal richtig fetzen, was auch immer. Jedenfalls würde ich sagen, wir starten direkt rein und wie gesagt, ich hoffe, wir packen das. Ribéry in die Mitte auf Thomas Müller, Fährmann hält. Thomas Müller, Fährmann zum zweiten Mal. Und der Verteidiger drischt den Ball auf die Tribüne. Robben hat hier ein bisschen gewartet, aber dann der Superpass auf Thomas Müller. Und Fährmann kratzt ihn dann raus. Ganz stark. Oh, Robert Lewandowski setzt ihn neben das Tor. Und das 1-0 für Schalke. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir haben jetzt 4 Chancen oder so hintereinander gehabt. Allesamt relativ gefährlich. Und dann kommt Schalke mit dem ersten Torschuss, beziehungsweise es war eine Flanke und ein Kopfball. Und er ist einfach drin. Also ein feuriges Spiel ist es auf jeden Fall, so wie sich das Neue gewünscht hat. Hier nach 13 Minuten hätte es irgendwie schon 2 oder 3-1 für Bayern stehen können. Jetzt steht es halt 1-0 für Schalke, aber wie gesagt, Torchancen und Zeugs gab es genug. Neuer da, voll aus dem Feld draußen. Da kommt der hohe Pass, Boateng irgendwie, Alaba. Und der Schiri pfeift, warum auch immer, gibt da Vorteil und redet jetzt mit Boateng, warum auch immer. Also das war echt nicht notwendig. Bisschen in den Körper reingestellt, aber ja, nee, würde ich nicht pfeifen. Oh, Arjen Robben, das ist nicht so der Kopfballkünstler, aber den hätte er schon machen können. Ah, Mann. Da steht immer noch 1-0 und ich kann es nicht fassen, echt. Oh, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Und es ist unverdient. Das kann doch nicht wahr sein. Die erste Halbzeit dieses feurigen Spiels gegen Schalke endet mit dem 0-2 von Burgstaller. Hey, wir haben so viele Chancen gehabt, vor allem am Anfang. Und dann geben wir das Spiel immer mehr und immer mehr aus der Hand. Nicht perfekt verteidigt, aber es war jetzt auch nicht so grottig, ne? Also da gibt es Spiele, wo ich schlechter verteidige. Hier ein bisschen abgefälscht, dann kommt er nicht mehr so richtig hin. Und Burgstaller zieht einfach ab. Und Neuer kriegt ihn nicht. Erste Halbzeit rum. 0-2. Das ist mies. Es ist echt mies. Das hätte ganz, ganz anders verlaufen können, das Spiel. Hätten wir da in der Anfangsphase
das Tor gemacht. Wir haben das irgendwie verpennt und dann das Spiel immer mehr und immer mehr aus der Hand gegeben. So ein Rotz, ne? Schalke stellt auf defensiv, ich auf offensiv. Da muss jetzt was kommen. Ja, endlich! Endlich der Anschlusstreffer. 1:2. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. 61. Minute. Weiter, 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 weiter. Ha. Endlich. Hochverdient. Hochverdient. Das 1:2 hier. Aber wie gesagt, das soll noch nicht alles gewesen sein. Ich hoffe, die Tormusik war jetzt lang genug eingeblendet. Keine Ahnung. Ich habe jetzt frühzeitig schon weggedrückt. Sorry. Weiter geht's. Komm doch dahin. Ja, man muss halt irgendwas probieren jetzt, ne? Mehr als probieren geht jetzt halt nicht. Und da muss halt auch dann mal Hummels vorne irgendwie mitspielen. Aber irgendwie haben wir auch noch Pech. Schalke stellt auf volle Defensive. Und wir auf volle Offensive. Ja, beides natürlich. Es muss so sein, anders geht's nicht. Schalke hat aber die bessere Position quasi. Wir müssen sich jetzt hinten reindenken, das ist auch nicht so geil. Aber sie führen halt, das ist halt geil. Aber nicht mehr lange. Eigentor von Ralf Fährmann. 2:2, Ausgleich. Dadurch, dass wir alles auf Offensiv gestellt haben, haben wir vorne Mats Hummels dabei, der natürlich kopfballstark ist, und Ralf Fährmann lässt ihn an sich abprallen, ins Tor zurück rein. Ich hoffe auch hier, dass die Tormusik ausreicht, aber ich bin natürlich hungrig auf noch einen Treffer. Ich stelle jetzt mal einen Gang zurück, damit wir hinten doch noch ein paar Leute haben, falls Schalke kommt. Aber eigentlich will ich hier sogar noch gewinnen. Nein. Ey Leute, ich heul. Ey, warum ist das denn immer so ein Rotz, dieses... Da. Ah. Ich hab jetzt gerade auf Pause gedrückt gehabt, um die Einwechslung zu tätigen. Und als ich dann wieder gestartet habe, bin ich dann mit Kimmich ein bisschen doof draufgerannt. Und dann war es schon geschehen. Dann dachte ich, komm, jetzt Torwart rausholen, alles oder nix. Und das war dann noch dümmer. Und dann steht es hier 2:3. Schalke führt wieder. 3 Wechsel jetzt. Das sind natürlich frische Männer. Auch einen in der Abwehr. Den hätte es jetzt natürlich nicht mehr gebraucht, wenn wir hinten liegen. Also ein Unentschieden wird jetzt schon schwer noch zu erreichen. Aber ein Sieg ist jetzt unmöglich. Den haben sie uns jetzt damit zunichte gemacht. Aber das Unentschieden holt sich Müller schon mal. 2 Minuten nach dem Treffer von Embolo, der wirklich nicht so schön war und auch nicht so ganz verdient. Aber der war jetzt auch nicht so schön, muss man ganz ehrlich sagen. Hier ein bisschen Glück gehabt. Aber es ist mir jetzt voll egal. Aber sowas von wurscht. 3:3. Das wird echt ein fetziges Spiel. Hier fliegen die Fetzen. Ein feuriges Spiel, so wie sich das Neue gewünscht hat. Und noch lebt tatsächlich der Traum vom Sieg. Ich dachte, bis wir jetzt ein Unentschieden machen, das dauert und dann ist alles schon vorbei. Aber das ging ja relativ schnell. Also ich fahre wieder einen Gang zurück und probiere hier nochmal mein Glück. Hat sich sogar gereimt, ne? Oh, der Krieger! Ah, Leute, ich brülle ins Mikro gerade. Das ist... Ah, ich fieber mit. Lewandowski mit einer Wahnsinnsvorlage hier. Dann dachte ich, komm, jetzt oder nie, einfach abziehen. Mit Arturo Vidal. Nix war's. Komm, Mann, und Fährmann kratzt ihn da raus. Das war's. Wäre der durchgekommen, wäre Fährmann da nicht rausgegangen, wäre es das 4:3.
So steht's 3-3. So wie wir gespielt haben, hätten wir gewinnen müssen. Müssen. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft, haben viel besser gespielt als Schalke. Viel fetziger, wie sich das Neue gewünscht hat. Viel, ja, wie soll man das sagen? Einfach, es war einfach besser. Also finde ich, es war besser als Schalke. Aber sie haben halt auch die Tore gemacht. Darauf kommt es an. Hertha gewinnt gegen Leverkusen mit 2-0. Das heißt, wir müssen um Platz 1 bangen. Es wird jetzt immer knapper. Natürlich ist ein Unentschieden gegen Schalke okay. Kann man nichts sagen. Aber normal als FC Bayern. Und so wie wir gespielt haben. Jetzt habe ich die anderen Ergebnisse gar nicht vorgelesen. Ich habe nämlich gerade eine Verteidigerkarriere-Folge aufgenommen. Wer die übrigens noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i, die sollte eigentlich schon raus sein. Sind wir wirklich nicht gut genug, FC Schalke 04 zu bezwingen? Ich kann das Ergebnis immer noch nicht fassen, ja. Ich auch nicht. Ich finde es echt auch traurig und echt auch kacke. Ja. Aber was soll ich dazu jetzt sagen? Der Besitzer ist natürlich da hingegen jetzt traurig. Und hat sich da mehr erhofft. Aber ich tatsächlich auch. Dass wir da mit 2-0 in Rückstand geraten und so. Also die Verteidigerfolge sollte online sein. Wie gesagt, war gerade in der Infocard verlinkt. Da mache ich es ja immer so, dass ich die Ergebnisse nicht vorlese, deswegen habe ich das hier gerade auch ein bisschen verpennt. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Champions League Spiel gegen AC Milan. Da müssen wir jetzt dann wenigstens gewinnen, damit wir Erster bleiben. Ich meine, da wird uns auch ein Unentschieden reichen, aber ach komm, wir holen uns den Sieg endlich mal wieder. So, auswärts in der Champions League AC Milan gegen den FC Bayern München. Es geht eigentlich um nix. Kann man echt sagen, es geht um nix. Klar, um Platz 1 der Champions League Gruppe, aber das bringt mir im Endeffekt auch nix. Und ja, wenn wir einen Unentschieden schaffen, dann bleiben wir auf Platz 1. Wenn wir einen Sieg schaffen, beweisen wir, dass wir die Bayern sind und dass wir das Ziel haben, sturstracks ins Finale zu kommen. Eine Niederlage ist nicht akzeptabel. Wir haben unseren Vorstand ja jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Uli Hoeneß war da nicht so richtig darüber gefreut, dass wir hier gegen Schalke nur 3-3 gespielt haben, in Anführungszeichen. Ja, wie gesagt, ich habe mir Mühe gegeben und ich fand es auch nicht so verdient, aber es ist so. Jetzt geht's los, let's go. Oh, Müller an den Pfosten. Leute, was mir gerade auffällt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir spielen hier, glaube ich, zum ersten Mal in der PES-Trainerkarriere mit Bayern in den weißen Trikots. Also ich glaube, wir haben eigentlich immer rot gespielt. Also vielleicht einmal oder so nicht. Also wir haben in den dunkelblauen mal gespielt, das weiß ich. Und in den roten halt fast immer. Aber wir spielen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in den weißen Trikots. Auch ganz geil. Jawoll! Und dann haut Robert Lewandowski halt einfach mal eben so ein Ding raus. Ist das irre? Was für ein Tor von dem Polen, Robert Lewandowski. Flanke hier von Robben eigentlich gar nicht so geil. Aber unser Weltklasse-Stürmer verwandelt sie einfach eiskalt. Es war irgendwie so ein kleiner Chip bloß da in die Mitte. Und bam, Alter, richtig, richtig, richtig geil von Robert Lewandowski. Und er sitzt. Robert Lewandowski zum 0-2. Weiß nicht, wie vielte Minute wir haben. Aber es ist ein schönes Champions League Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, wie man es von den Bayern gewohnt ist, wenn sie gut spielen. Übrigens, wer
jetzt noch dran ist, einfach mal Hashtag Champions League oder Hashtag CL halt einfach in die Kommentare schreiben. Kann ich das mal sehen, wer jetzt noch dran ist. Übrigens ist für mich erst morgen das Rückspiel Bayern gegen Real Madrid. Das war für euch wahrscheinlich schon vor 3-4 Tagen oder so. Ja, bin mal gespannt, wie das morgen läuft. Aber jetzt gerade läuft es echt richtig, richtig gut. Es wird richtig, richtig schön gespielt. Schöner Fußball. Attraktiver Fußball, gut zum Angucken. Und die Pässe sitzen, Ballsicherheit. Und das 1:0 war ein mega, mega schönes Tor auch. Das 2:0 war jetzt auch nicht schlecht, aber das 1:0 war natürlich, ist natürlich schwer zu toppen. Das war richtig geil. Und ja, mal gucken, ob die zweite Hälfte genauso läuft. Würde mich natürlich freuen. Oh, da ist es doch! Das noch schönere Tor fast. Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal in der Wiederholung angucken. Ähnlich dem Tor von Lewandowski vorhin. Der Capitano selbst. Ja, das war ein bisschen knapper hier. Kimmich auf Robben war ein bisschen knapper. Flanke allerdings wirklich nicht übel. Die hat genau gepasst. Hätte auch anders nehmen können. Aber im heutigen Spiel trauen sie sich's. Und dann nimmt ihn hier Seitfallzieher. Ähnlich wie Lewandowski. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welches das schöner war. Jetzt habe ich wieder hier X gedrückt. Würde mich mal interessieren. Schreibt ihr mal auf jeden Fall mal rein. Und der nächste, 04. Franck Ribéry mit der Schulter oder irgendwas hat er das reingemacht. Ich sah ein bisschen so aus wie die Schulter, war es wahrscheinlich nicht. Ja doch, kann schon sein. Sah ein bisschen so aus. Auch in der Wiederholung. 0:4 jetzt. Es läuft gut. Wie gesagt, ja, war tatsächlich mit der Schulter. Ein Champions League Spiel. So richtig schön, wie man sich's wünscht. Wenn die Bayern nochmal richtig gut spielen. Und das liegt aber auch wirklich daran, dass mir AC Milan hier wirklich teilweise sehr, sehr viel Platz lässt. Und naja, ich meine, was erwarten die dann? Was die Bayern dann wohl machen? Nämlich genau das, aufs Tor schießen. Und wenn da mal einer reingeht, dann ist gut. Ah, Robben kommt da nicht hin. Schade. Schonung der Bayern-Stars. Die üblichen Wechsel. Boateng, der immer irgendwie nicht so fit ist, geht raus. Javi Martinez kommt. Robben und Ribéry gehen. Coman und James Rodriguez kommen. Ein souveräner 0:4 Sieg in der Champions League. Bringen uns Platz 1 der Gruppenphase. Wir haben sie ja schon seit ungefähr drei Spielen glaube ich, ne? Bestanden, die Gruppenphase. Aber der Sieg, der tat jetzt nochmal richtig gut. Nach der 3:3, nach dem 3:3 Remis gegen Schalke. Hier 0:4 auswärts. Da muss ich auch gar nicht die Tormusik von AC Milan raussuchen. So, jetzt lese ich die Ergebnisse aber vor. Tottenham Hotspurs gegen Basel 1:0. Also hat Tottenham gewonnen, ist dann halt Dritter in der Gruppe und schafft dann eben die Europa League, glaube ich, soweit ich das weiß. AC Milan gegen Bayern 0:4. Manchester United gegen Spartak Moskau 2:0. Sporting gegen AS Monaco 0:0. Liverpool gegen Football Club 1:0. OGC Nice gegen Real Madrid 0:4. Atletico Madrid gegen Anderlecht 2:0. Ajax gegen Juventus 0:1. Dortmund gegen Schachtar Donetsk 0:1, Porto gegen Barcelona 2:4, Manchester City gegen Olympiakos Piraeus 2:0, Napoli gegen Benfica 0:0, Paris Saint-Germain gegen Praha 1:0, Besiktas gegen Rotterdam 0:0, Rom gegen Kopenhagen 0:2 und Leipzig gegen Chelsea ebenfalls 0:2. Jetzt gucken wir uns alle Gruppen mal in Ruhe an und zwar habe ich richtig gewusst, wir sind jetzt Erster, AC Milan Zweiter und Tottenham kommt dann eben in die Europa League. Basel ist komplett raus. Gruppe B, AS Monaco weiter, Manchester United weiter, Sporting in die Europa League und Moskau komplett raus. In der Gruppe C, Real Madrid weiter, OGC Nice weiter, Liverpool in der Europa League und Football Club raus. Gruppe D, Juventus weiter, Atletico Madrid weiter, Ajax Europa League, Anderlecht raus.
Barcelona ist weiter, Porto ist weiter, Schachtar Donetsk in der Europa League und Borussia Dortmund raus. Benfica weiter, Napoli weiter, Manchester City Europa League, tatsächlich, okay, krass. Und Olympiakos Piräus raus. Paris Saint-Germain ist weiter, Rotterdam auch, Beşiktaş in der Europa League und Praha mit einem Punkt auch raus. Und das sollte die letzte Gruppe sein. Chelsea weiter, Leipzig weiter wegen der Tordifferenz, AS Rom in der Europa League und Kopenhagen raus. Also nicht wie in echt, dass Leipzig in die Europa League geht und AS Rom weiterkommt, tatsächlich bis ins Halbfinale. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie auch im Finale stehen, aber zum momentanen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, weiß ich das noch nicht. Aber Leipzig ist jetzt hier anscheinend in der Champions League, das ist krass. So, das waren alle Gruppen. Wann wird jetzt ausgelost? Das würde ich vielleicht auch noch gerne sehen. Aber ich glaube, wir haben schon das Spiel gegen... Nee, Auslosung. Auslosung direkt jetzt. Okay. Baller rein. Auslosung. AC Milan, Real Madrid, Manchester United, Benfica, OGC Nice gegen Juventus, Atletico Madrid gegen Chelsea. Also haben wir schon mal nicht Real Madrid. Juventus nicht, Atletico Madrid nicht. Barcelona könnten wir noch haben. Paris oder so. Wir gucken weiter. Bayern München gegen Porto, Napoli gegen Paris Saint-Germain, Rotterdam gegen Monaco und Leipzig gegen Barcelona. Also RB Leipzig gegen Barcelona ist schon heftig. Wir haben das Spiel gegen FC Porto. So, dann haben wir ganz viele Bundesligaspiele, sehe ich. Und dann hier am 14. Februar das Spiel gegen Werder Bremen im DFB-Pokal Viertelfinale. Und da spielen wir daheim, also mega geil eigentlich. Dann haben wir am 24. das Hinspiel der K.O.-Runde, der ersten K.O.-Runde der Champions League. Und da spielen wir direkt mal auswärts gegen den FC Porto. Und das Rückspiel haben wir dann am 17. März daheim, natürlich in der Allianz Arena. Also ich finde das gar nicht schlecht, dass wir zuerst auswärts spielen und dann daheim. Aber es ist irgendwie noch voll lang hin, das ist aber auch gar nicht so tragisch. Wir gucken jetzt einfach mal weiter. Wir haben das Spiel gegen Augsburg, dann gegen Hamburg, gegen Stuttgart und so. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen die Spieler schonen, ein bisschen durchmixen, was auch immer. Und dann haben wir noch das Spiel gegen Köln, dann gegen Dortmund, das ist auch krass. So ein bisschen Mischmasch hier, auf jeden Fall am Anfang jetzt ein paar leichtere Spiele. Mal gucken, ob wir da ein bisschen durchtauschen. Ihr müsst mir auch unbedingt, wer jetzt noch dran ist, in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr das, wie das funktioniert mit der Jugendmannschaft, wie ich die irgendwie in meine Mannschaft integrieren kann, dass ich so ein paar Spieler da reinbringe. Und eventuell müssen wir uns auch einen Stürmer holen, einen Ersatzstürmer für Lewandowski. Nicht der teuerste und nicht der krasseste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Müller als Stürmer ist einfach nicht so geil. Und ja, deswegen, ne, ich würde gern so einen Ersatzstürmer haben, dass ich Müller dann nicht auf die Stürmerposition packen muss. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ich bin Nummer Uno und nicht Nummer Dos. Komm mit hunderten Jugos und verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Red ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf.